Also ich bin heute hier stellvertretend für die Multi in Oberhausen, dem internationalen Jugendaustausch. Wir haben heute den zweiten offiziellen Tag, den vierten Tag, seitdem die Gäste in ihren Gastfamilien angekommen sind. Wir haben heute hier das Stadtspiel, das heißt, die Jugendlichen werden in kleinen Gruppen, in denen sie zugeteilt wurden, verschiedene Spiele an verschiedenen Stationen innerhalb von Oberhausen spielen, zum Beispiel am Gasometer oder eben hier an dieser Station in Osterfeld. Wie zum Beispiel bei meiner Station, der Brummkreisel, da müssen die Jugendlichen 15 Mal sich um ein Hütchen drehen und danach auf ein Tor schießen. Ist natürlich spaßig, weil die meisten nach 10 Runden schon schwindelig sind. Wir haben aktuell 14 verschiedene Nationen hier, wobei wir zwei Delegationen haben, die aus England und aus Amerika kommen. Die sprechen also beide Englisch. Demnach haben wir 13 verschiedene Ländersprachen vertreten. I'm from China and I will be here 15 days. I think it's a great activity for us and we can talk with each other to improve our English skill. I think it's great, wonderful. Nach der Multi hat man Freunde aus halt eben aus verschiedenen Ländern und die Freundschaften halten halt meistens ziemlich lang. Man lernt natürlich immer ein bisschen mehr Englisch wieder. Ja, und es macht einfach sehr viel Spaß. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir eben in Zeiten, in denen es in der politischen Lage manchmal nicht so einfach ist, diesen kulturellen Austausch hinbekommen und dass die Jugendlichen in Oberhausener Gastfamilienleben, das Oberhausener Familienleben im Alltag miterleben können und dass man eben so Freunde finden kann. Bei der Multi kann man sich auf viele Wege melden, entweder direkt beim Rathaus in Sterkrade, beim Kulturbüro oder auf der Internet-Website oder für die Information auf unserer Facebook-Seite einfach Multi Oberhausen eingeben, da wird man auf jeden Fall was finden. Die Multi findet zwar im Sommer statt, trotzdem besteht die Möglichkeit, sich das ganze Jahr über anzumelden, weil wir eben das ganze Jahr in den Vorbereitungen stecken und es nicht nur diese zwei Wochen sind im Sommer, sondern auch eben die Vor- und Nachbereitung, die mit dazugehört. Man nimmt auf jeden Fall mit, dass man allen Menschen gegenüber offen ist und ja, dass man eigentlich mit jedem Menschen einfach super gut klarkommen kann.